Warnung, das folgende Let's Play ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Ah, er hat sich verraten. Er hat sich verraten durch diese Technik. Aber ihr seht, sie war schon gut getarnt, nicht wahr? Na komm. Du Schlampe! Und weiter geht's zum nächsten Dunkelelfen-Bataillon. Die nächsten Kämpfer sind ja alle noch Stufe 1. Das ist noch einfach gehalten. Aber glaubt mir, nur eine oder zwei Missionen weiter und dann werdet ihr die Brutalität und Ungnädigkeit dieses Spiels kennenlernen. So, gehen wir mal in den Nasum-Bereich ran. Wo ist der nächste Anführer? Jetzt geht dasselbe Spiel schon wieder los. Ich vergeude hier meine Zeit. Ganz bestimmt bin ich in der englischen LP-Fassung hiervon wieder schnell. Da ist er. Haha. So, ja, ich schlag meistens den Anführer gerne aus der Menge weg, dann verliere ich auch nicht den Kontakt zu ihm. Ich meine, bei den Orks ist es weitaus auffälliger, wer da immer der Anführer ist. Werdet ihr auch später bei den Untoten bemerken, die vorkommen. Jetzt wird mal Zeit, dass der Paladin uns heilt. Rupert, wo ist der Hauptmann? Tja. Sieht das Gras von unten? Würde ich auch sagen. Sind die Pioniere ausgelöscht worden? Ja, leider. Wir haben aber noch Bogenschützen. Verdammt. Wir können die Mauer ohne Pioniere nicht überwinden. Die Bogenschützen sollen sich uns anschließen. Wir werden die Katapulte aus der Mitte unterstützen. Alles klar. Nun verfügen wir auch über Bogenschützen. Bei den Bogenschützen gibt es keine offene und keine geschlossene Formation, da gibt es nur erweitertes oder geschlossenes Zielgebiet. Erweitertes, dann haben sie die Möglichkeit natürlich eine viel größere Reichweite einzugrenzen mit ihren Schüssen, werden aber unpräziser. Wenn ihr das Zielgebiet verkleinert, müssen sie zwar näher rangehen, aber die Schüsse werden präziser. Also es gleicht sich alles aus. Wenn ihr die Bataillone beide gleichzeitig bewegen wollt, macht ihr das über die Y-Taste. Und wenn ihr die dann auch doppelt drückt, dann rennen beide Bataillone hin. Einziger Nachteil an dem Y-Knopf ist, ihr müsst die Bataillone einzeln anwählen, um zu stoppen. Ihr könnt zwischen den Bataillonen hin und her springen mit Hilfe der R-Taste bzw. mit der Y-Taste. Mit der R-Taste geht ihr von oben nach unten, mit der Y-Taste von unten nach oben. So, und die blauen folgen uns natürlich auch, das ist gut. Und ich würde sagen, um die Verdammt. Pulteinheiten ist es auch nicht gut bestellt. Jetzt ist nur noch die nördliche Seite übrig. Was war das für ein Geräusch? Vielleicht ein Magen. Ich habe Hunger. Berittene Bogenschützen. Oh, wie ich die hasse. So. Wenn sie stehen bleibt, kann die Infanterie sie sofort geschlossene Formation annehmen. Auf sie, und die Bogenschützen lassen wir auf sie schießen. Du kannst die Truppen, denen du Befehle erteilen willst, mit dem Schalter links oder dem Schalter. Tja, ich habe das schon vor dir erklärt. Und hier empfiehlt es sich bei schnell bewegenden Zielen bzw. solchen, die versuchen zu fliehen, immer das erweiterte Zielgebiet anzuwählen für die Bogenschützen. So könnt ihr viel besser treffen. Ihr könnt jetzt einfach, wenn ihr den Cursor auf die Feinde bewegt, könnt ihr sehen, wie es um deren Energie bestellt ist. So, gleich haben wir das Bataillon besiegt. Komm schon. Na also. Bogenschützen siegen! Haltet die Augen auf. Weiter so, Bogenschützen. Richtung Norden? Jawohl, Richtung Norden. Ja. Wir können es uns nicht leisten, die Katapulte im Norden zu verlieren. Wir sind unsere letzte Hoffnung, die Mauer niederzureißen. Eine Sache noch. Nach jedem Combat-Modus, nach jedem Gefecht, müsst ihr die Formation eurer Einheiten neu ausrichten, weil sie von der grundlegenden Standardeinstellung sich wieder schließen. Gut, wir müssen die Katapulteinheiten verteidigen, denn die haben die niedrigste Rüstung von allen Einheiten in diesem Spiel. So, da wir nur ein Ork-Bataillon vor uns haben, dürfte es ja eigentlich recht einfach werden, den Anführer zu finden, wenn die Schweinebacken alle weggehen würdet. Vielen Dank und du fliegst jetzt, mein Freundchen. Komm her. Tja, euer Bataillon ist auch dann nicht besiegt, wenn meine Energieanzeige, die ihr unter Gerald seht, niedrig ist. Das werdet ihr dann sehen, was passiert, wenn die auf Null sinkt. Es ist nur wichtig, dass mindestens eine weitere Einheit außer Gerald am Leben bleibt. Und
außer den beiden Offizieren Rupert und Helen. Alle Mann auf Bereitschaftsposition. Greift an, sobald die Katapulte die Mauer zum Einsturz bringen. Los! Alles klar. Wir bewegen uns dort zum Zielgebiet. Die Katapulteinheiten werden vom Computer gesteuert, aber kommen ebenfalls nach. Dauert nur halt etwas, ne? Es ist ja immerhin schwere Batterie. Artillerie, um genau zu sein. Und das war's, ne? Die Mauer muss weg. Scherz am Rande. Angriff! Männer, offene Formation! Bogenschützen bereit! So, da ich weiß, was auf uns zukommt und diese Mission hier eigentlich vorgefertigt ist, dann wäre ich normalerweise vorsichtig hier durchgegangen. Können wir hierbei vernachlässigen. Wir rennen jetzt erstmal strikt geradeaus, also gen Osten. Die Karte ist immer so ausgerichtet, dass halt oben Norden ist, rechts Osten, unten Süden, links Westen. Also rennen wir gen Osten und ihr seht, wie viele Feinde wir vor uns haben. Verständlicherweise, jetzt achtet aber mal, was die machen. Die versuchen zu fliehen. Und das wird ihnen auch gelingen. Ihr werdet allerhöchstens zwei Bataillone mit in den Tod reißen können. Das ist aber eher selten. Meistens schafft man nur eins. Erst recht, ich bei meinen Falcons. Oh, wir haben hier gleich einen Anführer gehabt. Surprise. Wartet. Ja, es ist FSK 16, also dann kann ich auch mit ein paar vulgären Vokabeln um mich schmeißen. Auch wenn es nicht so üblich ist für meine LPs. Alles klar, wir haben ein Bataillon ausgeschaltet. Komm, das nächste versuchen wir noch zu kriegen. Standardformation. Jeder tote Feind bringt euch Ehre. Metzelt sie alle nieder. Männer! Es wird aber schwierig werden, die zu erwischen. Warum sind meine Bogenschützen so weit vorne? Haben die einen Radar? Sind alle soweit? Also es ist nur eine Frage der Zeit, wann diese Mission vorbei ist. Entweder schaffe ich es noch, ein Bataillon von denen abzumetzeln, oder aber die Mission ist einfach vorbei, weil alle entkommen sind. Denn wenn ich mal ranzoome wieder bei der Minikarte, seht ihr, dass der Abstand doch schon einige Meter betrifft. Hätten wir natürlich jetzt irgendeine berittene Einheit dabei, dann wäre das kein Problem, die auszuschalten. Aber so müssen wir uns jetzt darauf verlassen, dass unsere Einheiten denen einfach nur hinterherkommen. Ach komm. Oder sollte ich vielleicht... Ach, wir rennen querfeld ein. Vielleicht kriegen wir dann noch eins von denen. Ja, das könnte gut aussehen. Sogar sehr gut. Wenn wir uns auf das da kümmern... Oh, wir schaffen sogar vielleicht zwei. Naja, das eine wird er ja abhauen. Oh nein, doch nicht. Ha, das ist mir noch nie geglückt, dass ich gleich zwei Bataillone, dass ich eigentlich gleich drei Bataillone ausschalten kann und noch dazu gleich beide Anführer hier habe. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ja, das gibt ordentlich Erfahrung. Mal sehen, ob mir das in der englischen LP-Fassung auch gelingt. Das entschädigt dafür, dass ich die einen... Oh, jetzt bin ich ausgeschaltet. Dann müsst ihr ganz schnell den linken C-Stick hin und her bewegen. Linken C-Stick? Das ist nur der linken Stick. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben die Anführer aus den Augen verloren. Ja, das passiert halt, wenn man von zwei von denen angegriffen wird. Aber wir finden die. Da war schon einer wieder. Na komm schon, Jared. Okay, den anderen, den habe ich eben auch gesehen. Der hat sich bemerkbar gemacht. Oh, das gibt ordentlich Erfahrung. Das entschädigt dafür, dass ich halt, wie gesagt, bei dem einen anderen Bataillon den Anführer nicht gleich gefunden habe. Wir sind im Untergang nahe. Sie bekommen ihr Fett ab, ich schwör's. So. Und den dürften wir jetzt auch gleich ausgeschaltet haben. Und dann müsste die Mission hier geschafft sein. Alles klar. Mal ein etwas Neues hinzugelernt, was mir vorher nicht so bewusst war. Die Feinde wurden vernichtet oder vertrieben, aber ihr Anführer ist uns entwischt. Wir kriegen diese Bastarde schon noch. Ellen, kümmere dich darum und erstatte im Lager Bericht. Und damit ist die Mission erfüllt. Es kommt zur Auswertung. Jetzt seht ihr links Gesamt und Erfolg.
rechts Jarrett-Bataillon und dann das Bogenschütze-Bataillon, was sie nochmal einzeln an Zusatzerfahrung dazu verdient haben. Alles klar. Wir gehen zurück auf die Weltkarte. Hier sehen wir Arrain. Auch ein sehr wichtiger Ort, werde ich später noch zu kommen. Dank eurer Tapferkeit ist Raven Meadow der erste Sieg unseres Kreuzzugs. Ich muss euch loben. Wir werden unser Lager heute Abend hier aufschlagen. Alles klar. Und so wie wir da angekommen sind, machen wir jetzt auch gleich einen kleinen Cut. Jarrett, General Yu sucht dich. Will dich wohl befördern, was? Ich mache hier einen kleinen Cut. Ich werde diesen Spruch von Rupert in die nächste Episode noch mit übernehmen. Bis dann, Leute. Let's play Kingdom of Fire. Ach nee, geht doch nicht. Okay. Hören wir uns das noch fertig an. Niemand hätte es mehr verdient. Danke, alter Freund. Aber ich warte mit dem Feiern noch ein bisschen. Ich hoffe, du kriegst die Beförderung. Dann könnte ich sagen, dass ich unter einem General... General Gerald. Du bist ein guter Mann, Rupert. Hör nicht auf das, was die anderen sagen. Na, wenn das nicht General Gerald ist. Ein Ekelpaket, aber wird später noch sehr entscheidend sein. Walden? Ach, Walden, nicht Walter. Was führt euch hierher? Lange nicht gesehen, Walden. Nicht lange genug. Rupert, ihr kämpft immer noch an Geralds Seite? Ich meine, General Gerald. Wie ich höre, steht eine Beförderung an. Was wollt ihr von mir, Walden? Empfindlich, hm? Vergesst nicht, dass wir alle in einem Boot sitzen. Na, er hat schon so eine arrogante Art, ich wollte Art, euch ne? nur gratulieren. Das ist ein wenig verfrüht. Ich muss jetzt gehen, ihr versteht? Ja, gut, ich muss auch los. General? Als ich ihm vor 10 Jahren begegnet bin, hielt ich ihn für einen Idioten. Ich hatte recht. Hey, welche anderen? Ich melde mich besser bei Yu. Ruh dich aus, Rupert. Wir müssen gut in Form sein. Gut. Hier an dieser Stelle speichern wir, machen wir einen Cut. Bis dann zu einer neuen Episode von Let's Play Kingdom of Fire, The Crusaders.